Ja, aber jetzt zu einem, den wohl seit Corona jeder kennt. Und das ist der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, Epidemiologe und SPD-Gesundheitspolitiker. Karl Lauterbach. 2G ist das eine und zum zweiten eben Boosterimpfung so schnell wie geht. Machst das irgendwie genial. Denn für einen, der nicht hübsch ist und nichts kann, bist du echt ein sehr gefragter Mann, Karl. Man fragt dich wirklich jedes Mal, tritt das Virus in Erscheinung nach deiner Expertenmeinung? Oh Karl, ist es irgendwie fatal? Jeden Tag hast du eine Strähne, machst ins TV als Panik Sirene. Oh Karl, was nicht die erste Wahl, suchte sich die Ampelkoalition, nenn das als für Mottis süßen Sohn. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose, denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom, das Mund weg lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen. Karl, Karl, es ist nicht gerade ideal, Karl. Ich weiß schon morgens ganz genau, Karl. Ich seh dich heute wieder öfter als meine Frau, Karl, Karl. Ich denke mir so manches Mal, Karl. Wärst du nicht so oft im Flennen, Karl. Hören die Weiber bei dir die Bude einrennen, oh Karl. Die Zähne sind nicht optimal, am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total und so musst du nicht mehr klagen und so einem deine Meinung sagen. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose, denn was macht ein Irrtum schon, ist man Gesundheitsökonom, das Mund weg lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Anne Will gesehen. Wie Stahl. Nein, das bist du leider nicht. Und trotzdem hat dein Wort Gewicht. Oh Karl, befrei uns doch von dieser Qual. Denn dein Wahn macht uns krank. Geh zurück auf deine Hinterbank. Oh Karl, mir ist schon alles ganz egal. Du verfolgst mich Schritt auf Tritt und bringst den Drosten auch gleich noch mit. Oh Karl, ich sag es ein für alle Mal, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Lieber stecke ich mich freiwillig mit Corona an. Geht die Prognose erstmal in die Hose. Scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht so ein Irrtum schon? Ist man Gesundheitsökonom? Das Mundwerk lose, schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn alle doch im Fernsehen gesehen. Thank you.